Frage ist, was wir jetzt, wie wir den Übergang machen. Von außen nach innen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen da so ein geiles Holztor mit Zäunen. Dann machen wir die Außenwände, machen wir aus, die jetzt mit den, wo du die Fackeln dran hast, da machen wir Baumstämme hin. Ja. Passt das auch in unser Grundkonzept mit den, mit der Optik. Ich laufe mal eben woanders hin, wegen dem lauten Regen, der nervt. Und dann machen wir in die Mitte und oben, machen wir wie so ein Torbogen, machen wir so Zäune. Ich, ja. ich hatte auch schon mal in einer anderen Minecraft-Welt, habe ich mal so ein Tor gebaut. Das sieht ganz cool aus, wenn man so ein Torbogen zieht. Ja, finde ich gut. Ich mache hier noch einen tiefer. Beziehungsweise, ja, wie tief soll das reingehen? Ich bin jetzt so, jetzt ist die Frage, ziehe ich jetzt hier die Wand ein oder setze ich die Wand noch ein dahinter? Aber es wird eigentlich schon reichen, oder? Ja, also dieses, so. Ich ziehe hier die Wand rein. Ja, das reicht völlig. So, Kobbel habe ich wie gesagt eh genug dabei. Bauen wir das mal hier so ein bisschen rein. Hast du es auch gehört? Da ist irgendwo eine Höhle noch. Oder ist es jetzt diese hier, die der da gerade angezeigt hat, sag ich mal? Ja, irgendwie. Der Zuschauer? Ich habe es gerade auch gehört. Aber, ja, normalerweise findet der dann immer, also der reagiert normalerweise nur auf richtige Höhlen. So mit Spawner und weiß nicht was allem. So, ich baue hier hinten schon mal ein bisschen aus. Ach, hätte ich gar nicht rausnehmen müssen, egal. So, da kommt das Portal rein. Das muss ich einmal klauen. Das Portal, kann man den Obsidian mit Fackeln belegen? Du meinst, was es angeht? Ja. Habe ich ein Feuerzeug in der Tisch? Nee, ich meine, ob man Fackeln an den Obsidian hängen kann. Ja, kann man. Kann man, ja. Machen wir erstmal so. Dahinter würde ich auch welche setzen, das ist ganz cool, damit das so von hinten beleuchtet ist. Wie hoch muss das Ding nochmal sein? 3, oder? War das 3er Höhe? Ja, ne? Ja. Okay, gut, dann ziehen wir die Decke mal eben wieder rein. Hier hinten muss auch nochmal. Wir wollen das ja auch, ne, wir könnten natürlich jetzt einfach irgendwo das Ding hinstellen und in den Nether reisen, aber wir wollen ja auch, dass es gut aussieht. So, machst du eben den Boden, dann baue ich das Teil hier zu Ende. Ja, also, achso, den hab... Ah, okay, ja, ich verstehe. Ich hab noch drei Stück, ich mach das jetzt zu. Ja. Ne? Und ja. So, hier die Fackeln, genau, bis oben hin. Soll ich nochmal eben hier die Slabs auch reinziehen? Welche holen, nur kurz. Ich überlege gerade, ob wir Slabs machen oder Kobbel. Aber Slabs ist eigentlich ganz geil, ne? Weil jetzt hier so der Weg lang führt, dann... Ja, wir haben ja bisher immer die... Ja, dann muss sie hinten aber prinzipiell. Ne, ich würde Kobbel machen. Ja, auch dann die irgendwie ganze so. Höhle dann? Ja, ich vielleicht irgendwie so einen groben Übergang dann so. Das ist so ein bisschen. Ne, dass wir irgendwie sowas machen. Okay. Und dann legst du hier Kobbel rein. Das ist nicht so leicht dann. Als würde man so ein Gras oder so ein Dirtweg bauen, der dann so ineinander übergeht. Nur halt dann mit Slabs. Wir können es natürlich jetzt auch total pragmatisch übereinander legen, aber ich glaube so, wenn das so ein bisschen so ineinander überläuft, ist glaube ich besser, oder? Ja, kann man anbieten. Kann man da noch einen hinlegen? So, jetzt habe ich nur einen Slab vergeigt. Den muss ich immer einsammeln. Habe ich glaube ich jetzt. So. Hallo? Kannst du den Kobbel da einsammeln? Ist mir da ein magischer Cobblestone? Kannst du auch nicht. Nee. Okay. Okay, jetzt ist er weg. Ja. So, dann hauen wir nochmal Fackeln. Sollen wir auch Fackeln außen dran machen oder? Wo jetzt? Hier an das Ding noch? Nee, an den hier dran. Ich überlege, ob wir die abmachen. Leuchtet das Teil? Das Teil leuchtet nur innen. Ich meine, das. Ja, aber das hat doch eine Quelle nach außen. Nee, lass die Fackeln. Das war gut. Achso, die würdest du jetzt da haben? Nee, die würde ich lassen. Nur um das Tor selber herum. Die würde ich wegmachen. Okay. Das mit den Fackeln in dem Loch, das sah gut aus. Okay, dann. Achso, warte, die war falsch gesetzt. Ich mach Fackeln rein. Das sah voll cool aus. Dann wird das alles schön hell. Es hat auch aufgehört zu regnen. Das falsch. Ist super. Da merkt man, das, ne? Hier, das guck ist mal. Falsch. Da merkst du Fusch am Bau. Ja,
Nur da muss auch noch ne Kobbel hinter. Ja, ich hab da, wie gesagt, ich hab da gefuscht. Ich hab die Wand einfach nur schräg eingezogen. Das passt natürlich jetzt nicht ganz. Theoretisch hätte man hier. Ach, das ist ärgerlich. Es passt nicht ganz. Nee, das hätte man eigentlich noch anders. Wie Ach. der. Komm, wir versetzen die Dinger einfach. Scheiß drauf. Genau. Huch. Nee, der war schon richtig. Ja, ich habe den nur gleichzeitig wieder zugebaut. Ne, den würd ich zulassen. Das ist so, da ist jetzt eine Kante drin, ist egal. So, dann mach die Kiste mal an, sonst sind wir hier gleich schon wieder 3 Stunden beschäftigt mit. So, Hä? Abracadabra. Alakazam! Oh, cool, in dem Texturenpack ist es so ein rot leuchtendes. Jetzt lass ich mich mal gucken. Ich muss mal einmal im Inventar aufräumen. Es macht Geräusche, sollen wir mal rein? Dann leg ich mal Ja, lieber ein Schwert ich an. bin gerüstet. Okay, dann und Arrivederci. Und Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Direkt ganz viel Landschaft Leitstone. wird heruntergeladen. Heruntergeladen. So, ich warte. Das dauert aber lange. Es dauert ziemlich lange. Ungewöhnlich. Das ist nicht gut. Hallo? Neta? Neta? Ah, okay, ich, ist es rot. Wow. Ah ja. Oh. Holy shit. Du bist da? Wieso, weil ich sehe dich gerade nicht. Doch, ich stehe neben dir. Ich sehe dich nicht. Ich? Nö, Ich ich habe sehe hier dich schon nicht. Feuer ausgemacht. Zack, Also ich höre zack. das, aber ich kann dich nicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Du hängst aber gerade im Boden fest. Ne, jetzt bist du wieder da. Okay, jetzt hat er dich auch geladen. Jetzt lädt er auch den Nähte. Ach, du Kacke. Jetzt bist du aus dem Game geflogen? Ich bin gleich wieder da. Ich bin ja noch. Es ist mir tatsächlich jetzt einmal abgerissen. Auch was Ja, der hat Neues. sich zerlegt gerade. Hey, der fix. Ich bin gerade Ja, ist schnell. er schnell wieder da, genau. Solange du da jetzt nicht irgendwie noch meinst, die Garste selber Nee, zu nee, 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 nee. bekämpfen. Ich werde hier mich kaum bewegen, keine Sorge. Ich werde hier gar nichts machen. Aber es ist schon mal eine schön übersichtliche Stelle, die wir da wenigstens haben. Weil manchmal da bist du irgendwo in so einer Ecke und dann, Ja, also ja. hier Übersicht ist hier schon auf jeden Fall da. Das ist schon mal ganz gut. So, da bist du wieder. So. Da hinten ist schon eine Armee an Pigments. An Schweinepriestern. Oh, in dem Texturenpack sieht die bei mir nackig. Ne, der eine hat eine Hose an. Süß. Okay, was haben wir hier noch so? Ghasts habe ich noch keine, aber wir haben auch keine offene Decke gerade. Das ist ganz gut. Wir haben so Wir haben eine. tatsächlich keinen Eimer mitgenommen. Wofür? Lava. Wow! Oh, ich höre Hier es ist schon. vielleicht doch ein Ghast. Wow, die Shit. Und ich sag's noch. Komm, wir ziehen schnell hier mal die Bude ein. Angst. Angst. Boah, habe ich mich erschrocken. Ich hasse diese Dinger. Diese alten Drecksteile. Schnell. Also wir machen jetzt hier ganz stylisch und Lang überlegtes detailliert ausgeklügeltes. und alles. Also richtig großes Häuser bauen hier am Start gerade. Ui. Bist du mal hier hingelaufen? Nee, noch nicht. Ich höre schon wieder so einen kleinen Schweinepriester. Und das, ich meine nicht die Schweine da unten, sondern die Schweinepriester, die da so rumheulen. Ich hol schon mal so was. Genau, mach du da mal schon einen Abbau. Ich mach noch mal die Hütte fertig. Netherquarz. Ich hol schon mal ein bisschen Netherquarz. Der hängt hier gerade so schön. So direkt öffentlich. Vor mir, mehr oder weniger. Dann haben wir auch Quarzstein. Das ist voll gut, wenn wir Quarzstein haben. Dann können wir direkt voll die geilen Sachen machen. Das ist super eigentlich. Guck mal, wie viel hier vor allen Dingen ist. Guck dir das mal an. Ja. Also ich würde sagen, ausschmücken, lass das erstmal so. Ausbauen Meinst können du, wir das so immer noch. reicht? Ja, das reicht erstmal, um in Sicherheit zu gehen. Wir machen hier Ah, sehr sowieso gut. den Boden noch anders und Fenster rein und sowas. Machen wir erstmal so. Dann sehen wir wenigstens mal was. Auch wenn du das nicht siehst, ich mache hier gerade Glas rein. Ah! Achso, du machst Glas da rein. Okay, ja, alles klar. Aber das Glas springt, glaube ich, wenn die schießen, ne?
Aber die Echt? können. Ich dachte, dass sie sehen einen dadurch nicht. Die sehen einen nicht? Ich weiß das gerade gar nicht. Ob die ansehen oder Glaube. nicht. Aber irgendwie so war das. Ach, wie geil ist das denn? Holy shit. Ist das tief? Kann man den Netherstein auch nicht in der normalen Welt setzen? Ja, kannst du. Und dann kannst du dann nämlich Feuer drauf machen, das brennt dann ewiglich weiter. Ah ja, genau, da kann man so Fackeln-Dinger raus machen, ne? So Wegbegrenzung. Da kann ich einen neuen Kackstift draus machen. Genau, den kannst du daraus basteln. Ey, wie viele Schweinekrieger da mittlerweile sind, hast du mal geguckt? Das werden immer mehr. Ja? Ja, da waren am Anfang waren da 3 Stück, jetzt sind da irgendwie schon 12 oder so. Doch wieder auf Eins, zwei, extrem drei, gestellt. vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und da hinten waren, glaube ich, auch noch welche. Da sind dann. Ne, die sind jetzt weg. Ne, da unten ist noch 10. Aber komm mal einmal mit. Hier hinten ist so ein Weg, den ich gerade gefunden habe. Pass auf, buddel nicht zu weit, da geht's gleich runter. Ja, ich Ne, sehe du schon. weißt, never dig down und so. Also hier ist richtig Jodo. YOLO-Style. Also wenn du hier mit. Komm mal hier weiter, hier ist sowas von YOLO. Oh. Aber das sieht gut aus. Genau da wollen wir hin. Ja, aber wie kommen wir da hin? Ja, deswegen baue ich ja hier ab wie so ein Wilden, damit wir uns Wir schöne können das aber gar nicht Wege abbauen, den bauen. Glowstone. Obwohl doch, wir wollten den Sand, Doch, den. natürlich. Das ist der Staub, den du dann Ja, hast. stimmt. Wir können nur keine, nicht den Glowstone direkt abbauen, ne? So rum war das. Weil wir halt keine Spitzhacke mit Behutsamkeit haben. Die müssten wir erst verzaubern, aber für verzaubern brauchen wir erst noch einen Alchemie, einen Verzauberertisch, kein Alchemie. Und den besitzen wir noch nicht. Den Verzauberungstisch. Weil wir dafür eine Bibliothek brauchen und dafür haben wir nicht mal genug Zuckerrohr. Weil in Minecraft halt alles aufeinander aufbaut. Und wenn ihr diese Folge seht, dann ist im Übrigen schon längst die 1.6 draußen, in der es dann Pferde und Esel gibt. Dann ist die schon. Ja, dann gibt es schon fast wieder die 1.7, bis die Folge erscheint. Nein, Quatsch. So schlimm ist es auch nicht. Aber wir werden wahrscheinlich dann immer noch nicht geupdatet haben, wegen na, den ganzen Addons, weil man ja alles wieder neu machen muss. Aber vielleicht ist das Ganze schon. Hat sich das Ganze wieder erledigt, bis wir das nächste Mal aufnehmen. Wir müssen mal gucken. Ja, wir bauen mal eine Etage tiefer. Machen wir eine Treppe nach unten. Ja, wenn ich da jetzt irgendwie runterkommen würde. Ach, da ist nichts drum drunter. Warte. Ach. Achtung, einmal YOLO. Eieiei. Mach keinen Unfug da. Wir hätten uns anderen Glowstone aussuchen sollen. Nein, ich will genau diesen hier haben. Du willst diesen und nur diesen einen Glowstone. Sonst keinen. Wir müssen eh unter den Glowstone kommen und dann. Warte, ich habe da auch schon was gesehen. Da unten ist nämlich noch einer, der so ein bisschen tiefer hängt. Oh, hier sind ganz viele, die noch tiefer hängen. Ist gut. Also meine Framerate im Nether ist nicht besser als der oben. Oder die oben. Von daher, naja. Aber ich habe jede Menge Quarz. Quarz. Boah, gibt's total viel. Ist das das Geräusch, was Cleanstone macht? Oder ist das das Geräusch, was ich hier mache? Ja, das ist das Geräusch, was du machst wegen Quarz. Das macht so Fenstergeräusche. Ja, nee, das macht der Glowstone. Okay. Ich wollte gerade sagen, das klang jetzt irgendwie mehr wie Glas. Okay, den hier, den baue ich nochmal kurz ab, den du da gerade hingesetzt hast. Weil wir nämlich, pass auf, da unten ist nämlich noch einer. Komme ich da dran? Jawohl. Da komme ich dran. So, dann machen wir nämlich jetzt den hier erstmal, den Baufix. Dann bauen wir uns mal hier runter. Zack. Und zack. Ich baue jetzt mal ein bisschen zu. Ist ein bisschen doof jetzt, aber. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht zubauen. Haha. Müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie hier unten drunter wegkommen. Zack. Ich habe so eine Angst. Ja, bei dir geht's nämlich direkt runter jetzt gerade. Bei mir geht es nicht nur direkt, sondern auch ziemlich tief runter. Und unser Weg nach oben wird gerade schwindend kleiner. Ja, dadurch haben wir, noch das andere Zeug. Ach, wir haben noch anderes Zeug. Ich baue mal kurz hinter dir ab. Okay, das ist kein Loch. Hier ist aber eins.
Mal. Was haben wir uns da nochmal ausgedacht? Wofür haben wir das gemacht? Damit wir schöne Lämpchen machen dürfen. Ach ja, damit wir Lampen bauen können. Genau, dafür haben wir das gemacht. Ich erinnere mich. Es wird merklich weniger hier. Hört sich ziemlich gefährlich hier an. Sieht auch alles gefährlich aus gerade. Es ist nicht gut. Es ist so gar nicht gut. Von unten hört man die Schweine grunzen. Die warten nur, dass wir da runterfallen. Ach, wir haben auch schon welchen. Ist da schon Sand runtergefallen? Also nicht Sand, sondern Staub. Den Schwund haben wir noch. Wow, oh, pass auf! Oh. Sorry. Jetzt hätte ich dich fast da runtergekickt. Da wäre ich ja untröstlich gewesen. Ich auch. Hätte wehgetan. Oh ja. Ja, ich würde sagen, wir müssen da irgendwie runterkommen und uns dann hochbauen und den Rest abbauen einfach. Und dann ich würde sagen, wir bauen einfach alles ab und lassen uns dann runterfallen. Weil eine große andere Chance. Ist ja auch keiner, der da unten irgendwie wartet oder so. Ja, die machen da nichts. Nee, die gucken nur. Genau, die gucken nur. So, wieder eine Ebene tiefer. Obwohl ich mich an einer Ecke jetzt hinbauen könnte und dann von da aus Treppe runter machen kann. Ich habe ja Treppen dabei. So, hier ist jetzt dunkel. Du hast Leitern. Jetzt die Frage, ob wir uns mit Leitern runterbauen oder ob wir uns auf normalem Wege runterbauen. Die Frage ist dann nur noch genau, wie wir das am besten machen. Aber die da unten, die greifen uns doch nur an, wenn wir die angreifen, ne? Das war doch so im Nether, oder? Ist das so im Nether? Ich meine ja, ich meine, die kommen nur, wenn wir die angreifen. Und dann greifen aber alle auf einmal an. Also solange wir denen nichts tun, passiert uns nämlich auch nichts. Da kann ich mich dran erinnern, dass das, meine ich, so war. Ich hoffe, das hat sich nicht geändert. Irgendein Patch. Klingt austesten, ne? Ich weiß. Genau. Müssen wir direkt mal ausprobieren. Ja. Achso, er will es ausprobieren, natürlich. Natürlich will ich es ausprobieren. Warum frage ich eigentlich? Komm, wir bauen uns so runter, dann lass die Leiter nicht verbraten. Du, was meinst? Ja klar. Kein Thema. Kriegen wir hin. Das geht alles. Hep. War klar, dass er wieder mit Leitern runter muss. Ich mach eher auf easy. Seht ihr einen Zombie-Bigman und der greift mich nicht an. Hab ich doch gesagt. Glaub mir doch. So, jetzt ist es gerade ein bisschen blöd. Hier ist nämlich zu. Das war nicht das Geräusch, was man hören soll. Das war nämlich das Geräusch, was einen definitiv angreift. Immer. Ja. Ever, ever. Aber man kann die Feuerbälle mit dem Schwert zurückschlagen, ne? Ist dir bewusst? Echt? Ja. Gut, also du kannst mit denen Tennis spielen. Also wenn die kommen, dann immer schön Schwert und dann, wenn die Kugel kurz vor dir ist, dann haust du die damit mit dem Schwert zurück. Und wenn du dann richtig zielst, dann triffst du den auch. Dann kannst du ihn kaputt kloppen. Also dann brauchst du keinen Pfeil und Bogen, was wir eigentlich auch mal hätten mitnehmen sollen. Jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Das war natürlich jetzt auch nicht so schlau. Wir sind doch die YOLOs. Ja. Das ist YOLO-Potanien, wo wir wohnen. Die YOLO-Brüder. Hallo, Pigman. Kannst du mich mal hier ein bisschen in Ruhe lassen? Du stehst im Weg. Oh, ganz viel Quarz. Das ist schön. Boah, viele 23 Quarz. Solange der Garst nicht kommt. Der garstige Garst. Das doofe, schreiende Kackbaby. Wie denkt sich eigentlich solche Geräusche aus? Ich weiß keiner, was Notch da genommen hatte, was er sich da ausgedacht hat. War der irgendwie auch voll auf Drogen, glaube ich. So, wie viel Quarz habe ich? 31. Wo bist du? Ach, da hinten ist er schon wieder.